Moin zusammen, liebe Freunde der Elektromobilität. Willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Jens vom Kanal Move Electric und schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Und stellt euch mal vor, die heutigen Elektroautos würden auf der Autobahn nur 12 Kilowattstunden verbrauchen bei Tempo 130. Ja, dann könnten die Akkus nur halb so groß sein und die Autos würden genauso weit kommen wie heute. Die Rohstoffe wären viel geringer, die man einsetzen müsste. So ein E-Auto wäre viel, viel billiger, weil die Akkus einfach viel kleiner sind. Deswegen auch viel geringere Kosten bei der Herstellung. Alle Reichweitendiskussionen hätten sich dann irgendwie erledigt. Und ja, also das wäre doch ein schöner Traum. Ich sitze jetzt hier in einem Auto, was all das kann, mit einer Ausnahme. Es ist überhaupt kein Neuwagen, im Gegenteil. Es ist ein Oldtimer, und zwar ein Porsche 911 Targa aus dem Jahr 1977. Ja, ihr habt richtig verstanden, und es ist kein Verbrenner, also bevor ihr jetzt hektisch den Deabonnieren-Knopf sucht. Es ist ein Umbau auf Elektro, also Porsche 911 Targa Electric Drive. Und was es damit auf sich hat, ja, wie effizient dieser Wagen ist, das möchte ich euch heute natürlich in diesem Video einmal zeigen. Abgesehen davon, dass ich euch diesen geilen Wagen überhaupt erstmal komplett vorstellen möchte. Ist natürlich hier kein Massenprodukt, sondern ein Einzelstück. Wurde umgebaut mit dem T-Tech Elektro Kit. Und wir machen hier in diesem Video einen Effizienzvergleich, nämlich dieser Porsche 911 Targa, Baujahr 1977. Fährt gleich gegen einen Porsche Taycan, Baujahr 2022. Also da liegen jetzt 45 Jahre dazwischen. Und dieser hochgezüchtete Hightech-Bolide von heute, ja, der tritt gegen so eine Kiste hier an von 1977. Und da wollen wir mal feststellen, wo sind eigentlich die Effizienzunterschiede und wo kommen sie möglicherweise her? Und warum können die Hersteller heutzutage Neuwagen nicht mehr so effizient bauen, wie dieses Auto ist? Ja, das sind alles spannende Fragen und vor allem auch ein geiles Auto. Ich freue mich tierisch auf die Strecke. 130 Kilometer von Bremen nach Bremerhaven und zurück gegen einen Porsche Taycan. Das wird mega spannend, also bleibt unbedingt dran. Oh, dieses Türgeräusch. Leute, ein 1977er Porsche 911 Targa. Es ist schon sehr, sehr spannend, in so einem Auto zu sitzen. Wenn man das vergleicht mit heutigen Autos, kommt man sich vor wie in einer winzigen Kiste. Also gefühlt ist er nur halb so breit wie ein aktueller Porsche Taycan. Und auch das ganze Cockpit. Also es sieht halt doch ganz anders aus als heutzutage. Wir haben ja analoge Rundinstrumente. Wir haben ja ein riesiges Lenkrad. Lederbezogen zwar, aber sehr, sehr dünn. Also so daumendick höchstens. Also heutige Lenkräder sind mindestens 5 cm kleiner und doppelt so dick. Also es ist wirklich verrückt. Das hier ist tatsächlich Plastik. Hier aber alles mit Leder bezogen. Und die Innenausstattung hieß Kork. Also diese Farbe, das ist so hellbraunes Leder mit so, so weißen Adern drin. Hat so ein bisschen so einen Charakter wie Kork. Und auch hinten die Sitze sind alle noch original bezogen, nur die Vordersitze nicht. Die sind leider mit Kunstleder neu bezogen worden in USA, denn der Wagen ist ein USA-Import. Wurde übrigens ohne Motor hier nach Deutschland importiert. Ja, und der Motor fehlte. Und was macht man dann? Dann baut man natürlich einen Elektromotor ein. Was sonst, Leute? Und ich erzähle euch mal so ein paar Sachen hier über den Wagen, was die technischen Daten betrifft. Das Ganze ist also ein Elektroumbau und der Akku, der ist ganze 36 Kilowattstunden groß. Wir haben ja einen Elektromotor hinten, der ist von, wie heißt das, Enjiro oder Enjiro, deutsche Firma aus Aachen. Und Enjiro hat den Motor entwickelt und der ist besonders effizient. Akkutechnisch haben wir hier, wie gesagt, Akkumodule drin von einem deutschen Hersteller ebenfalls. Ja, und das Bordnetz, die Bordspannung hier von den Akkus ist nicht 800 Volt, ist auch nicht 400 Volt, sondern 144 Volt. Aber nochmal zu dem Motor. Der Motor läuft, wie gesagt, jetzt auf 144, 145 Volt, hier Schrägstrich 149 Volt, hat 100 kW Spitzenleistung, also gar nicht mal so viel. Dauerleistung nur 30 kW. Würde man jetzt annehmen, ja, das ist ja Dacia Spring Niveau, der Wagen ist ja bestimmt eine lahme Krücke und das als Porsche. Nee, nee, im Gegenteil, denn der Wagen hier, der hat ein Gesamtgewicht von 1200 Kilo. Das entspricht mehr oder weniger dem Originalgewicht als Verbrenner. Und noch dazu ist die gesamte Gewichtsverteilung jetzt anders, nämlich nicht mehr Schwerpunkt Hinterachse, sondern das Gewicht ist komplett gleichmäßig auf beiden Achsen verteilt. Bedeutet, der Wagen liegt viel, viel besser als das Original auf der Straße. Also wie ein
ein Brett, das kann ich euch sagen. Und die Beschleunigung hier mit den 1200 Kilo, was ja für ein Elektroauto nichts ist, ich meine, der aktuelle Porsche Taycan wiegt das Doppelte, da ist die Beschleunigung hier locker in 8 Sekunden von 0 auf 100. Allerdings muss man natürlich sagen, wir müssen hier schalten, denn wir haben hier noch das Originalgetriebe drin. Der Motor hat nicht so eine hohe Drehzahl. Er dreht also, glaube ich, mit maximal 6400 Umdrehungen. Und deswegen haben wir auch ein Schaltgetriebe. Das heißt, das Originalgetriebe ist drin mit 5 Gängen plus Rückwärtsgang. Und wenn man natürlich jetzt hier fahren möchte, dann muss man schalten. Und das dauert natürlich ein bisschen. Die Kupplung hier geht auch nicht ganz so leicht. Also da braucht man schon ein bisschen Beinmuskeln. Und die Schaltung ist ein bisschen hakelig, von daher ist das mit den 8 Sekunden schwierig zu erreichen, weil man hier ständig schalten muss und das schafft man nicht so schnell. Und manchmal muss ich zugeben, habe ich den Gang auch nicht richtig reingekriegt, da muss man dann zweimal schalten. Ist halt das alte Getriebe. Ja, und das Umbaukit hier, was in diesem Auto verwendet wurde und auch der Besitzer dieses Autos, das ist der Peter von der Firma T-Tech. Die sitzen im Rheinischen und Peter hat mir den Wagen hier zur Verfügung gestellt, damit ich mal einen Effizienztest mache. Denn wie gesagt, bei dem Umbaukit, was sehr, sehr simpel gehalten ist, wurde besonderer Wert auf Effizienz gelegt. Das heißt, wir wollen jetzt mal rausfinden, wie effizient kann so ein Umbau eines alten Porsches, also ein Oldtimer, wie effizient kann das sein im Vergleich zu einem heutigen neuen Elektroauto? Wir fahren gleich Tempo 130 auf der Autobahn und zwar zusammen mit einem Porsche Taycan von Stefan. Da habe ich ja schon mehrere Videos gemacht. Den Wagen hatte ich auch schon mal 2 Wochen zum Test bei mir. Verlinke ich euch hier oben mal. Und dann schauen wir mal, wieso die Unterschiede sind. Natürlich gibt es Unterschiede im Komfort, im Geräuschniveau. Das ist völlig klar in der Beschleunigung. Ich glaube, der Porsche Taycan ist auch nochmal deutlich spritziger als der hier. Aber die Reichweite, Leute, die Reichweite, die ist gar nicht so unterschiedlich. Und wenn man bedenkt, dass ich hier einen 36 Kilowattstunden Akku habe und der Taycan, was hat er, glaube ich, 91 oder 96 Kilowattstunden, also fast dreimal so viel. Ja, da kommen diese beiden Autos auf der Autobahn dann aber trotzdem fast gleich weit. Aber wie genau das aussieht, das stellen wir heute fest. Leider habe ich hier keine richtige Batterieanzeige, sondern ich habe hier nur hier unten so ein LED-Instrument, wo ich die Bordspannung sehe, gerade 148 Volt jetzt. Ich sehe, was gerade verbraucht wird, nämlich minus 1 Ampere steht hier. Und ich sehe 0,0 Amperestunden. Ja, das ist der aktuelle Batteriestand. Wenn der Akku voll ist, dann steht hier 0,0 und wenn der Akku leer ist, dann steht da minus 240. Das heißt, minus 240 Amperestunden, bis dahin kann ich runtergehen und dann weiß ich, oh, jetzt ist aber langsam Schicht im Schacht hier. Ja, ich bin gespannt. Jetzt warte ich noch auf Stefan, dass er kommt. Ich bin mal gespannt, was er zu diesem Auto sagt. Übrigens, auch so ein alter Porsche wie der hier, der kann für die THG-Quote angemeldet werden, wenn er denn rein elektrisch fährt. Und da würde ich euch empfehlen, mal einen Blick auf Carbonify zu werfen. Carbonify hat ein ganz klares Premium-Modell, mit dem ihr garantiert rechnen könnt und keine wilden leeren Versprechungen. Eine extrem gute Kundenbewertung mit 4,9 von 5 Sternen spricht doch schon für sich, würde ich sagen. Die Express-Prämie, die steht für eine schnelle Überweisung in wenigen Tagen. Das habe ich zum Beispiel für mein Auto gemacht und innerhalb von einer Woche, da war das Geld auf meinem Konto. Classic steht für eine Auszahlung nach der Zertifizierung der THG-Prämie, also mit etwas Wartezeit. Oder Bonus mit längerer Wartezeit. Dafür holt ihr da aber das Maximum raus, weil damit eure THG-Quote erst zum optimalen Zeitpunkt vermarktet wird. Es kann dann eigentlich nur noch mehr werden. Schaut euch doch mal den Service von Carbonify an und nutzt dazu meinen Link hier unten in der Videobeschreibung. Also wenn ihr mich fragt, THG-Quote mache ich über Carbonify. Na Stefan, was sagst du? Wie geil ist das denn? Das ist dein Ur-Ur-Ur-Opa. Alter! 9/11/1977. Deiner ich war jetzt 76 jetzt getippt. 77. Deiner ist 2022, ne? 23. 23? Ja. Ah, okay. März 23. Und wir beide machen heute eine Verbrauchsfahrt. Was wiegt der? Weißt du das? Ja, weiß ich. Der wiegt 1200 Kilo. Ich bin damals nur Käfer gefahren, aber auch mit einem dicken Motor. Und der lag noch deutlich unter 1000. Deswegen. Deiner wiegt 2,4, ne? Ja, müssen wir nicht drüber reden. Okay. Ist das doppelt. Du hast einen 91 Kilowattstunden Akku. Ich habe einen 36 Kilowattstunden Akku. Reichweite hier angegeben, zumindest laut Erfahrung bei diesem Auto, Autobahngeschwindigkeit rund 300 Kilometer. Also Erfahrungswerte bei mir, bei meiner Fahrweise hier im Sommer 360. Das ist nicht so viel mehr. Ja, also ihr habt ja vielleicht schon das Video gesehen, wo ich den Taycan von Stefan eine Woche hatte und Stefan mein Model S. Ja.
und sind tolle Autos, aber das hier ist was ganz anderes. Das ist geil. Ich bin wirklich als alter Fan von luftgekühlten Boxermotoren, ehemals Boxer, ist ja keiner mehr drin, aber ist das ein absolutes Highlight. Und dann noch als Targa. Ich finde den Targa sowieso geil. Ja. Mann, aber jetzt schnacken wir nicht lange. Nee. Wir gehen jetzt natürlich auf unsere Reichweitenstrecke, also Bremen, Bremerhaven und zurück, 130 Kilometer. Wir fahren so zwischen 120 und 130. Und dann am Ende rechnen wir ab, wer am meisten verbraucht hat. Ich meine, ich weiß schon wer, aber das ist mal interessant zu sehen, die Relation zwischen diesen beiden Autos. Dazwischen liegen 46 Jahre. Übrigens Felgen, ne? Guck mal, die Felgen. Fuchsfelgen, oder? Da weißt du, wo dein Mission E die Inspiration her hat, ne? Hier. Ja. Dieser Alu-Ring hier. Ne? Ja, kommt schon, das schon so ein bisschen. Ne? Jetzt, wo du es sagst, hast du recht. Ne? So dieses schwarze Innen. Übrigens dann 15 Zoll Felgen. 15 Zoll mit ordentlich Gummi. Ja. Okay, steigen wir ein? Wir steigen ein. Ja, alles geil. Klar. So, Leute, jetzt geht's los. Jetzt fahren wir auf unserer Reichweitenstrecke. 130 Kilometer nach Bremerhaven und zurück. Porsche 911 Targa 1977 gegen Porsche Taycan 2023. Dann wollen wir mal loslegen. Ja, Trip ist zurückgesetzt auf Null und wir haben es, glaube ich, so 24, 25 Grad und natürlich hat der Wagen keine Klimaanlage. Das heißt, hier ist es doch ganz schön warm drin und er ist sehr sportlich gefedert und das heißt, ich muss mit offenem Fenster fahren, weil es mir sonst hier echt zu warm drin ist. Zumindest erstmal. Auf der Autobahn muss ich da mal sehen. Es wird auf jeden Fall nicht besonders leise hier, denn von der Geräuschkulisse ist der Wagen ohnehin nicht besonders leise. Und der Elektromotor macht auch gewisse Geräusche. Wobei das meiste ist, glaube ich, das Getriebe. Ich kann mit dem zweiten Gang bis ungefähr Tempo 50 fahren und dann schalte ich hoch in den dritten. Und der dritte geht dann so bis 80, bis 100 und ich könnte auch noch mehr fahren. Ich könnte sogar mit Vollgas hier mit dem dritten fahren, aber dann ist es halt, dass die Drehzahl zu hoch ist, auch noch lauter und verbraucht mehr. Deswegen ab 100 spätestens schalte ich dann in den fünften und dann ist er halt am sparsamsten. Ne? Übrigens hat der Wagen hier auch eine Rekuperation tatsächlich. Das kann man hier mit so einem Schalter ein- und ausschalten. Und wenn ich dann Gas wegnehme, dann verzögert er ein bisschen. Ja, aber wenn ich bremse, dann geht er voll in die Rekuperation. Das heißt, sobald ich bremse, wird eigentlich nur die Rekuperation benutzt und erst wenn ich wirklich ganz durchdrücke, dann bremst er mit den mechanischen Bremsen. Und so gewinne ich erstens natürlich wieder Energie zurück in den Akku und zweitens brauche ich die Bremsen so gut wie gar nicht. Und ja, die halten dadurch natürlich so gut wie ewig. Ja, das Gute ist, dass man trotz Kupplung und so beim Anhalten nicht auskuppeln muss. Ne? Der Wagen kann ja nicht abwürgen, weil der Elektromotor ja nun mal nicht abgewürgt werden kann. Also er bleibt einfach dann stehen, hört auf zu drehen und wenn man wieder Gas gibt, dann fängt er wieder an zu drehen. Jetzt bin ich halt im zweiten angefahren und gib mal ein bisschen Gas. Ja, geht gut ab. Also ich würde mal sagen, dass der, wenn ich jetzt wirklich schalten würde, vom ersten bis zum fünften, er locker in 8 Sekunden auf 100 ist, möglicherweise sogar schneller. Also fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr schnell und sportlich an. Motor, wie gesagt, 100 kW Spitzenleistung, aber eigentlich nur 30 kW Dauerleistung. So, Wetter ist gut, wie gesagt. Da haben wir blauen Himmel vor uns gleich und 25 Grad. Und da müsste der Verbrauch hier von dem alten Porsche 911 hier wirklich spitzenmäßig sein. Und ich bin mal echt gespannt, wie das beim Taycan dann aussieht. Ja, mit Assistenzsystem, Spurhalteassistent oder Tempomat, da ist hier natürlich Essig. Ne? Also hier heißt es, selbst ist der Mann, selbst Gas geben, selbst bremsen, selbst lenken. Und wenn man bremst, auch richtig gut draufdrücken, nicht vergessen. Aber der Wagen liegt wirklich super auf der Straße. Also jetzt bei 120 ist es ein bisschen laut hier, ich hoffe, ihr versteht mich. Also durch die Gewichtsverteilung, 1200 Kilo auf beiden Achsen gleich verteilt, da liegt er wie ein Brett. Auch geradeauslauf ist super. Ich habe ja keinen Autopilot und ich habe keinen Spurhalteassistent, von daher lieber Hände ans Lenkrad. So.
So, wir sind jetzt knapp 30 Kilometer unterwegs und hier unten in der Anzeige, da steht irgendwas von minus 23 Amperestunden. Also bedeutet, dass wir pro Kilometer, die wir fahren, weniger als eine Amperestunde verlieren. Und wir können ja bis minus 240 Amperestunden runter. Also Reichweite knapp 300 Kilometer bei Autobahntempo ist absolut realistisch hier. Unterwegs. Verbrauch sagt, was haben wir denn? 52 Amperestunden. Und wir machen gleich die Wende. Ja, bin gespannt, was Stefan nachher hat. 52 Amperestunden mal 1,5, 5, 6, 7,5, knapp 7 Kilowattstunden jetzt verbraucht für die 60 Kilometer. Bin gespannt. So, wir sind in Bremerhaven angekommen. Auch das analoge Instrument zeigt 64 Kilometer an, sogar 64,3, um genau zu sein. Und wir haben jetzt 54 Amperestunden verbraucht, mal 1,5, ja, knapp 7,5, würde ich sagen, Kilowattstunden auf die Entfernung. Und jetzt wird es langsam echt heiß hier drin. Ich muss mal das Fenster aufmachen. Ja, wie konnte man früher nur ohne Klimaanlage überleben, ne? Das fragt man sich immer. Früher ist man auch Auto gefahren, sogar in Urlaub, nach sonst wohin, im Sommer. Und die Klimaanlage war das Fenster, rauf und runter. Das war heiß und kalt. So, weiter geht's. So, wenn ihr jetzt übrigens denkt, dieser niedrige Verbrauch, der kommt möglicherweise durch einen sehr niedrigen CW-Wert zustande, ja, dann seid ihr doch im Irrtum, denn der Porsche hier, der hat einen CW-Wert von 0,4 und der gesamte Luftwiderstand, also CW-Wert mal Stirnfläche, der liegt bei 0,68. Zum Vergleich, ein Tesla Model 3 hat 0,52 als gesamten Luftwiderstand. Bei ihm liegt der CW-Wert bei 0,23, glaube ich. Mal Stirnfläche ist eben 0,52. Also Model 3 hat einen deutlich geringeren Luftwiderstand insgesamt hier als der Porsche. Das heißt, daran liegt es also mit Sicherheit nicht. Leute, jetzt haben wir gleich 100 Kilometer hinter uns und wir liegen laut dieser Anzeige bei 83 Amperestunden, also minus 83 Amperestunden. Also 83 mal grob mal 1,5 sind rund 12, also 12 Kilowattstunden aktuell verbraucht bei 100 Kilometer. Ja, guter Durchschnitt, würde ich sagen. So, wir sind wieder angekommen. 128,6 oder was ist das? 0,6 oder 0,8, kann ich nicht so genau an Ziffern, steht auf dem Tacho. Und wir haben einen Verbrauch gehabt von insgesamt minus 111 Amperestunden. Ja, okay. Also das bedeutet, Stefan, 111 Amperestunden, 144 Volt System sind 12,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ich habe gerade ausgerechnet. Im Kopf natürlich. Natürlich im Kopf. Also ja, natürlich. Wir haben eine Strecke gefahren von 132,4 Kilometer. Laut meinem. Mehr als ich, scheinbar. Scheinbar, also 132,4 sagt er. Wir sind mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 80 km/h gefahren. Okay. Und mein Auto kann sparsam. Was hast du?
19,3! Nein! 19,3 habe ich noch nie in meinem Leben mit meinem Auto geschafft. Du bist immer im Windschatten von mir gefahren. Okay, also ich bin mit 12,2 doch noch ein bisschen besser als du. Aber ich habe gedacht, du brauchst das Doppelte. Also hätte ich auch gedacht. Ohne Scheiße, ich hätte es auch gedacht. Aber hey, 19,3 mit meinem doppelt so schweren Auto. Aber ich bin mit meinem Verbrauch auch sehr zufrieden. Ja, Alter, 12, und, Mann, hallo? Das kriegst du sonst beim Dacia Spring oder sowas. Genau, also der Ioniq Classic war mal noch ein bisschen besser. Ich glaube, der lag bei 11,9 oder so. Das ist schon 3 Jahre her, ich weiß nicht mehr so genau. Und es ist wirklich so, also ich hätte auch schneller fahren können. Der Wagen fährt hier schließlich 200, aber das war einfach zu laut. Also du hast mit 120 das Gefühl von der Lautstärke, du fährst 250. Also krass, das ist echt krass. Aber gut, ja, interessant. Ja, und absolut. Ich fand es eine super interessante Geschichte und danke, dass du dabei warst. Ja, sehr, sehr gerne, mein Lieber. Immer wieder gerne. Schönes Auto. Und gleich fahren Stefan und ich hier mal eine Runde in dem Porsche. Das bin ich mal wir. Gespannt, was er dazu sagt. Er aber Abenteuer. Das ist außerhalb dieses Videos. Genau. Ich danke euch jedenfalls fürs Zuschauen. Interessante Ergebnisse. Ich fasse die gleich nochmal kurz zusammen und dann bis gleich. Ja, wenn dann offen, Leute. So, Leute, wer sagt denn, dass es keine elektrischen Cabrios gibt? Ich habe gerade das Dach aufgemacht, es ist einfach herrlich. Wir waren auch eine kurze Tour noch unterwegs hier in der Umgebung. Ja, mit offenem Cabrio-Dach macht so ein Elektroauto einfach noch viel mehr Spaß. So, Leute, und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, wie kommt denn jetzt diese Verbrauchsermittlung zustande? Ja, ich will es euch nochmal kurz erklären. Wir haben hier also diese Amperestunden, die wir verbraucht haben. Das waren 111,5 Amperestunden und wir haben eine Bordspannung von 144 Volt. Wenn wir das Ganze jetzt multiplizieren, dann haben wir die Kilowattstunden. Jetzt ist es aber so, dass ihr vielleicht gemerkt habt, dass am Ende nicht mehr 144 Volt da stand in diesem Messinstrument, sondern nur 133. Also ist der Verbrauch also eigentlich sogar noch weniger, denn die Spannung fällt natürlich auch ein bisschen, je leerer der Akku wird. Also müsste man eigentlich quasi ständig den Wert multiplizieren und das Ganze dann zusammenrechnen und so einen Mittelwert bilden. Das kann man aber auch einfacher haben. Also wenn wir mal den Mittelwert bilden von 133 Volt und 144 Volt, das sind quasi 11 Volt Unterschied, also sagen wir 5 Volt. 5 ist der Mittelwert, um keine Kommazahlen zu haben. Das heißt, wir haben 138 Volt Mittelwert mal 111,5 Amperestunden. Dann kommt da ziemlich genau 12,0 Kilowattstunden raus. Ist dann also sogar noch ein bisschen besser als das, was ich vorhin gesagt habe. Jetzt ist aber so, dass der Bordlader, der ja nur 3,7 kW Leistung hat, dass der natürlich langsam lädt. Und bei langsamer Ladung, das wisst ihr vielleicht alle, da gibt es relativ hohe Ladeverluste. Und wenn ich hier die Energie messe, die ich hier ins Auto wieder reingepumpt habe, bis der Akku wieder komplett voll ist, also bis hier wieder 0,0 Amperestunden steht, dann sind das über 21 Kilowattstunden gewesen. Allerdings muss ich dazu sagen, wir sind auch noch ein bisschen länger gefahren, also nicht nur die 130 Kilometer, sondern am Ende waren es irgendwie 155 Kilometer, ne, sodass eigentlich der Gesamtverbrauch dann um die 18 Kilowattstunden gewesen wäre. Aber in Wirklichkeit hat er knapp 21,8 oder 22 aufgerundet Kilowattstunden reingeladen in den Akku. Das heißt, ihr müsst natürlich bei dem Gesamtverbrauch wie immer noch die Ladeverluste dazu zählen. Und die liegen hier ungefähr bei 15%. Das entspricht im Prinzip dem, was auch andere moderne Elektroautos von heute so haben. Gut, aber wie ist denn jetzt das Fazit von diesem Test? Also wir haben gesehen, 12 Kilowattstunden haben wir auf 100 Kilometer im Durchschnitt verbraucht, hier mit dem 911er Targa von 1977. Das ist ein super Spitzenwert. Es ist ein bisschen mehr, als ich gedacht habe. Obwohl das Wetter auch super optimal war. Wir hatten so 25, 26 Grad. Die 300 Kilometer schaffen wir jetzt mit dem Akku zumindest heute bei der Geschwindigkeit so nicht. Da muss man dann eher so 100 fahren. Aber nichtsdestotrotz ist das einfach ein Spitzenwert. Und ihr seht, also auch so ein Elektroumbau, so ein alter Wagen wie der hier, der kann super effizient sein. Ja, was macht die Effizienz dieses Autos eigentlich genau aus? Da haben wir natürlich zum einen die technischen Komponenten. Da ist das Umbaukit. Dann haben wir hier den Motor von Enjiro, der auch natürlich sehr effizient ist. Auf Effizienz ausgelegt. Das ganze Bordsystem, nicht 400 Volt, sondern 144 Volt. Und die Drehzahl von dem Motor beträgt maximal 6400 Umdrehungen. Dann die ganzen Umrichter von Curtis und die Steuerungselektronik, die hier selbst entwickelt wurde. All das ist natürlich schon mal ein Part. Dann haben wir natürlich hier kleine Reifen. Das sind 15 Zöller. Ist natürlich auch ein Faktor. Der Wagen an sich liegt relativ flach, hat aber einen schlechten CW-Wert von 0,4. Luftwiderstand insgesamt 0,68. Also auch nicht wirklich gut. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch ein geringes Gewicht von 1200 Kilo. Und all diese Komponenten, zusammen auch mit dem Wetter von heute, das macht es halt effizient.
Und dann natürlich auch der Gasfuß, ne? Also Geschwindigkeit ist ja immer auch ein Faktor. Von daher können sich da vielleicht die Autohersteller auch ab und zu mal eine Scheibe von abschneiden. Ja, falls ihr euch für so ein Umbaukit interessiert, T-Tech heißt die Firma. Die Adresse bzw. Website schreibe ich hier unten in die Videobeschreibung. Klickt da gerne mal rein, schaut es euch an, was die machen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr hier vom 911er Targa Elektroumbau haltet. Dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Lasst mir gerne auch ein Abo da. Dann bis dahin, macht's gut und ciao.